Seit 2015 versinkt der Jemen im Bürgerkriegschaos. Die schiitisch-politisch-militärische Bewegung der Houthi widersetzte sich der sunnitisch geführten Regierung von Präsident Hadi. Daraufhin startete im März 2015 eine von Saudi-Arabien angeführte Militärallianz Luftangriffe auf die Houthis. Der Allianz gehören neben Saudi-Arabien auch Ägypten, Bahrain, Katar, Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate, Jordanien, Marokko, Sudan und Senegal an. Logistische Unterstützung leisten die USA, Frankreich und Großbritannien. Bei den Luftangriffen werden immer wieder auch zivile Ziele wie Krankenhäuser, Schulen und Wohngebiete getroffen. Es gebe daher immer wieder Vorwürfe von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. So häufen sich im Jemen inzwischen Missbildungen bei Neugeborenen, vor allem in den Hauptkriegsgebieten. Die Fotos dieser Kinder erinnern stark an die Bilder der Kinder im Irak, die aufgrund der hier eingesetzten Uranmunition missgebildet zur Welt kamen. Sehen Sie sich dazu den Film Deadly Dust, zu Deutsch Todesstaub, unter folgendem Klar-TV-Link an. Gerade in den Hauptregionen des Krieges in Sada'a, Sana'a, Teis und Hodeida ist eine Häufung von Fehlgeburten und Missbildungen festzustellen. Jemenitische Ärzte haben bislang noch keine Erklärung für das Phänomen. Einen Zusammenhang mit den Kampfhandlungen konnten sie jedoch feststellen. Ob Saudi-Arabien Uranmunition einsetzt, kann aktuell nicht bewiesen werden. Der Verdacht liegt aber nahe. Denn unbestritten ist, dass Saudi-Arabien panzerbrechende Waffen einsetzt. Diese enthalten bei US-amerikanischen und britischen Herstellern abgereichertes Uran, ein Abfallprodukt der Atomindustrie, das auf diesem Weg zum qualvollsten Verderben der Menschen in den Einsatzgebieten entsorgt wird. Sehen Sie sich dazu auch folgende Klar-TV-Sendung an. Wissen Sie, dass es Massenvernichtungswaffen gibt, die wir nicht als solche benennen und die kaum jemals ein Thema sind? In seinem Film Todesstaub deckt der berühmte Filmemacher Frieder Wagner verschwiegene Fakten über den weltweiten Einsatz von Uranmunition durch die NATO auf. Radioaktives Uran wird in Maschinengewehrmunition, Granaten und Bomben verwendet. Bei der Explosion und Verbrennung formt es sich in kleine Nano-Uranteilchen um. Dieser Todesstaub verseucht Nahrung und Wasser, wird eingeatmet, getrunken und gegessen. Er dringt durch die Poren der Haut in den Körper ein, ins Gehirn, in Samen und Eizellen und verursacht Krebs und Missgeburten. Die NATO und die US-Armee verwendeten solche Munition im Balkankrieg sowie in Afghanistan und Irak. Ganze Landstriche dort sind deshalb radioaktiv verseucht und es werden die schrecklichsten Missgeburten bei Babys und hohe Krebsraten bei Erwachsenen aus den ehemaligen Kriegsgebieten gemeldet. Beinahe auf der ganzen Welt, wo die NATO diese Waffen eingesetzt hat, wurde Uranstaub nachgewiesen. Er zerfällt kaum und verursacht für alle Zeiten Gesundheitsschäden. Das heißt, auch wenn die Kampfhandlungen schon längst beendet sind, kontaminiert der Uranstaub von der verschossenen Munition Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte lang, die Gegend und schädigt die Bevölkerung. Langfristig wird durch dieses wahnsinnige Verbrechen der NATO jegliches gesunde Leben vernichtet. Wir von Klagemauer TV bezeichnen dies als das, was es ist. Ein Verbrechen an der Menschheit. Zu einem solchen Unrecht können wir nicht schweigen. Was tun Sie? Immer mehr zeigt sich, wie die Welt buchstäblich auf dem Kopf steht. Am Beispiel des Ex-US-Präsidenten Barack Obama lässt sich dies besonders gut verdeutlichen. Im Jahr 2009 hat er den Friedensnobelpreis für seine außerordentlichen Bemühungen zur Stärkung der internationalen Diplomatie erhalten. Knapp 7 Jahre später, im Jahr 2016, hat er dazu beigetragen, dass die Vereinigten Staaten so viele Bomben wie noch nie auf fremde Länder abgeworfen haben.
Laut der Kronenzeitung vom 15.01.2017 waren es total 26.000 Bomben. Das waren 3 Bomben pro Stunde. Außerdem war Obama der US-Präsident mit den meisten Kriegstagen, wie die New York Times am 14.05.2016 berichtete. Doch Obama ist bei weitem nicht der Einzige, der im Namen des Friedens unzähliges Leid verursachte und dafür noch geehrt bzw. verteidigt wird. 2 weitere Beispiele aus vielen sollen wieder Licht in die Verdrehungen US-amerikanischer Politik bringen. Erstes Beispiel. USA setzten Uranmunition in Syrien ein. Das Zentralkommando der Vereinigten Staaten hat im Februar 2017 zugegeben, dass das Militär im November 2015 in Syrien Munition mit abgereichertem Uran eingesetzt hatte. Diese panzerbrechende Munition enthält giftige radioaktive Verbindungen. Nach dem Einsatz solcher Munition im Irak 2004 meldeten lokale Ärzte einen starken Anstieg der Kindersterblichkeit an Fehlgeburten und Geburtsfehlern sowie Krebserkrankungen bei Kindern, und zwar um das 12-fache. Damals erklärte das US-Militär, es würde in Zukunft keine Munition mehr mit abgereichertem Uran einsetzen. Dennoch ist dies erneut in Syrien geschehen. Es zeigt sich, dass die US-Regierung nicht davor zurückschreckt, auch die syrische Bevölkerung an den Spätfolgen dieses Krieges leiden zu lassen. Zweites Beispiel. Jemen im Fadenkreuz der US-Kriegstreiberei. In einer autorisierten Kommandoaktion zerstörten US-Spezialkräfte am 29.01.2017 eine mutmaßliche Zentrale von Al-Qaida im Jemen. Einmal mehr musste das Pentagon zugeben, dass bei dem Einsatz bedauerlicherweise auch zahlreiche Zivilisten ums Leben kamen. Trotzdem will das Weiße Haus nun laut einem Bericht der Washington Times Waffenlieferungen freigeben, um den saudischen Krieg gegen den Jemen weiter zu unterstützen. Zudem erwägt die US-Regierung, die Drohneneinsätze auszuweiten. Eine größere Anzahl an Militärberatern zu entsenden und mehr Kommandoaktionen durchzuführen. Wie der britische Guardian am 1. Februar 2017 berichtete, plant das Pentagon eine Änderung der militärischen Einstufung Jemens für das US-Militär, um die Durchführung von Kommandoaktionen ohne präsidiale Genehmigung schneller ausführen zu können. Wie ist es möglich, dass US-amerikanische Kriegstreibereien ungehindert fortgesetzt und erweitert werden können, ohne dass ein Aufschrei der Massenmedien erfolgt? Soweit die Beispiele, welche das Verdrehte, das Verlogene und das Verkehrte US-amerikanischer Politik aufzeigen. Der deutsche Maler Anselm Feuerbach meinte einst: Das Wahre ist immer schlicht, einfach, haarscharf. Es verträgt kein aufgebauschtes Gewand. Deadly Dust, missgebildete Kinder durch Uranmunition. Der deutsche Filmproduzent Friede Wagner, Träger des Europäischen Grimme-Preises in Gold und Silber, drehte 2003 eine Dokumentation über die Auswirkungen von Uranmunition. Die Doku »Der Arzt und die verstrahlten Kinder« von Basra wurde im Westdeutschen Rundfunk ausgestrahlt. Für dieses Werk wurde Wagner mit dem Europäischen Fernsehpreis bei der Ökomedia 2004 geehrt. Seine weiteren Nachforschungen mündeten dann 2007 in eine neue, selbstfinanzierte Dokumentation. Der 93-minütige Kinodokumentarfilm Deadly Dust, Todesstaub, ist inzwischen das Standardwerk zu Kriegsverbrechen durch Uranmunition. Obwohl Friede Wagner so großen Erfolg hatte, bekam er interessanterweise keinen weiteren Auftrag von Fernsehsendern. Der Verdacht liegt nahe, dass dadurch jede weitere unbequeme Berichterstattung unterbunden werden soll. Denn wie schon im Irak haben die USA auch in Syrien abgereichertes Uran verschossen. Abgereichertes Uran ist ein Metall, das als Abfallprodukt bei der Anreicherung von Uran für den Einsatz in Kraftwerken entsteht. Dieses radioaktive Material wird zur Erhöhung der Durchschlagskraft von panzerbrechenden Geschosse und Bomben verwendet. Das US-Zentralkommando CENTCOM gestand ein, dass diese Art Munition am 18. und am 23. November 2015 abgefeuert wurde. Insgesamt seien 5.100 Geschosse,
davon verfeuert worden, was 1,5 Tonnen abgereichertem Uran entspricht. In den Gebieten, in denen diese Munition benutzt wird, lässt sich anschließend eine starke atomare Strahlung messen. Diese Strahlung hat dann zur Folge, dass Kinder mit starken Missbildungen geboren werden. Wie im Irak, wo nach dem Angriff der US-Armee und deren Verbündeten im Irakkrieg 1991 und 2000 die Anzahl von Missbildungen von 3 auf 18 Kinder pro 1000 Geburten angestiegen ist. Laut Physik zerfällt abgereichertes Uran in etwa 4,5 Milliarden Jahren gerade mal um die Hälfte. Deshalb ist in diesen Gebieten zukünftig nicht mit weniger Missbildungen zu rechnen. Und somit begeht ein kriegsführendes Land eines der verabscheuungswürdigsten Verbrechen überhaupt, wenn es Munition einsetzt, die noch bei künftigen Generationen so viel Leid hervorruft. Letztendlich sind diese Verbrechen ein Vergehen an der ganzen Menschheit, denn in ihrer potenziellen Gefahr legen sie sich als drückende Last auf alle. Der bolivianische Präsident Evo Morales brachte es folgendermaßen auf den Punkt. Stellen Sie sich einen Krieg mit Atombomben, einen Atomkrieg vor. Er wird nämlich nicht ausschließlich die Staaten berühren, die einander bombardieren, sondern er wird die ganze Menschheit betreffen und die Erdkugel zerstören. Wo andere schweigen und Informationen unterdrücken, sind die Alternativmedien und Sie, liebe Zuschauer, gefordert. Werden auch Sie aktiv und verbreiten diese Sendung weiter. Stopp dem Medienterror. Massenmedien, allen voran die sogenannten öffentlich-rechtlichen, gehören zu den weltweit gefährlichsten Organisationen überhaupt. Denn Mainstream-Medien sind größtenteils willfährige Handlanger von Kriegstreibern geworden. Menschenfreundlich getarnte Angriffskriege werden allem voran über sogenannte öffentlich-rechtliche Massenmedien gerechtfertigt und zugerüstet. Massenmedien tragen daher eine wesentliche Mitschuld an vielen Kriegen. Langjährige Untersuchungen haben ans Licht gebracht, dass die vielgepriesene Medienvielfalt eine einzige Täuschung der Völker ist. Der Großteil der Massenmedien liegt dazu in nur sehr wenigen Händen. Mainstream-Medien bilden insgeheim die erste und nicht etwa die vierte oder fünfte Macht im Staat. Die Medien sind in den westlichen Ländern zur größten Macht geworden, mächtiger als die Legislative, die Polizeigewalt und die Rechtsprechung. Alexander Solzhenitsyn. Klagemauer TV. Klarheit durch intelligente Analytiker. Wenig Gehörtes vom Volk für das Volk. Medienklagemauer TV. Das Internet TV. News ab 19.45 Uhr. Medienklagemauer TV ist eine Gegenstimme zu den Mainstream-Nachrichten und ermöglicht es, sich seine eigene Meinung zu bilden. Die anderen Nachrichten. Frei, unabhängig, unzensiert. Was die Medien nicht verschweigen sollten. Wenig Gehörtes vom Volk für das Volk. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.